Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Kanal bei X-Ray Gameplay. Und wie ihr sehen könnt, zu einem neuen Angezockt. Welcome to Paradise. Mit Z und nicht mit S heißt das Ganze. Und ich bin darüber gestolpert, als ich in Steam im Shop rumgewurschtelt habe, ein bisschen rumgeguckt, was ist denn so angesagt, was spielen die Leute so. Und da habe ich rausgefunden, dass man auch Demos sich anzeigen lassen kann. Und ja, da bin ich ein paar Demos so drüber und da kam auf einmal Welcome to Paradise, hat er mir da angezeigt. Da habe ich gedacht, was soll das denn sein? Habe ich doch gar nicht gesehen bis dahin. Und bin dann mal auf die Seite, auf die Steam-Seite gegangen und das hat mich mega an How to Survive erinnert. Kennt ihr das noch? Oder kennt das jemand von euch? Das habe ich früher gespielt, eine Zeit lang. Da konntest du Basen bauen, dein Charakter leveln, craften, machen. Das fand ich eigentlich immer nicht schlecht. Da gibt es, glaube ich, auch zwei Teile von. Den ersten habe ich gespielt. Den zweiten hatte ich in meiner Bibliothek auch nie gespielt. Muss aber wohl auch richtig gut sein. Naja, aber daran hat es mich erinnert. Und hier ist es aber wohl anders. Laut Steam, dem Intros, was man da anschauen kann, kann man wohl da die Zombies rekrutieren oder gehörig machen als Leibeigene. Und das hat sich echt interessant angehört. Naja, lasst uns mal da reinschauen in das Ding. Aber bevor wir reinschauen, will ich noch sagen, wann das Ding veröffentlicht werden soll. Also Release-Date laut Steam ist am 29.02.2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC. Entwickler ist Eco Software und Publisher ist Nacron. Es soll wohl ein Action-Abenteuer-RPG sein und kostet bis zum Release-Date, also jetzt, wenn man es vorher kauft, kostet es 25,49 €, ist ein bisschen im Sale quasi und kostet zum Release, also am 29.09.2024, kostet das ganze Ding dann 29,99 €. Naja, lasst uns mal reinschauen in die Kiste. Liebe ich Taste drücken. Ich habe übrigens meinen PlayStation 5 Controller angeschlossen und das funktioniert auch. Ich war in dem Spiel schon so weit drinne, dass ich die Einstellung gemacht habe für den Sound. Das können wir hier oben schauen. Na, auf Sound. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht hier bei der Lautstärke der Filmsequenzen. Genauso die Stimmen, falls da irgendwas quatscht. Ich habe keine Ahnung, was da quatscht, ob was in der Demo überhaupt kommt. Und das Master Volume auf 100. Ja, ihr seht auch unten an den Symbolen, ich habe den PlayStation 5 Controller hier dran und der wird auch komplett erkannt. Was komisch ist, denn auf der Seite von Steam steht noch da teilweise Unterstützung. Ich bin gespannt, vielleicht braucht man ja doch die Maus irgendwann mal. Naja, ich habe sie ja dran, also kein Problem. So, Erstellen eines Charakters. Einstellen, mitwirkend. Nach oben können wir gar nicht. Und L1 und R1 könnten wir jetzt hier switchen. Ah, wir haben noch keine Charakter. Auf Dreieck erstellen wir den dann demnach. Alles klar. Ah, 12 Charaktere gibt es also. Schauen wir uns doch erstmal an. Also hier haben wir dann so die Business Lady, würde ich sagen, oder? So am Lagerfeuer. Das ist der Holzfäller mit Nackenschweiß. Du siehst aus wie so ein kleines Mauerblümchen. Okay. Na, das ist der harte Biker hier. Der Punker. Oder der Punker, würde ich sagen. Ja. Oh, du bist ein bisschen verlottert. Naja. Wen haben wir hier? Gehörst du zu ihr? Weiß nicht. Oder gehörst du zu ihr? Die sind beide so verlottert. Und er ist mehr der Spottler, würde ich sagen. Naja. Schauen wir weiter. Boah, ist genauso verlottert und bei. Naja, gut, wir haben eine Zombie-Apokalypse hier irgendwie. Gehe ich von aus. Das sind ja alles Überlebende. Dann sehen die natürlich nicht so sauber aus. Ja, dir ist wohl ein bisschen wärmer am Feuer, ne? Würde ich sagen. Okay. Oh, und hier haben wir wohl den nächsten Bachelor oder was? Fein rasierter Bart. Ah, hier ist die dunkle Seite der Macht vertreten. Ich würde sagen, du gehst so auf die Vampire Diaries. Und was bist du? Kannst gar nicht sehen, du bist so der Verschwiegene. Ja, das Honey Boy, ich weiß nicht. Also was nehmen wir denn jetzt hier? Lass uns nochmal durchchecken. Ich glaube. Oh, ich glaube, ich nehme das Mauerblümchen. Auf geht's, wir spielen mit dem Mauerblümchen. Was steht da? Entdeckte Sonderziele 0. Freigeschaltete Fähigkeiten 0. Und Klamotten haben wir auch irgendwie nichts. Also das sind wahrscheinlich Resistenzen da rechts. Also ich kann ja, glaube ich, jetzt hier mit dem Mausfall kann ich hier bewegen. Ah ja, doch, kann ich. Oh, der wechselt automatisch direkt wieder auf Tastatur. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Also ihr könnt ja sehen, hier, was das meine ich gerade. Da hast du wohl eine Feuerresistenz oder was das auch immer sein soll. Oder einen Schutz vor Feuer und hier einen Schutz vor Kälte. Und überhaupt physischer Schutz, würde ich da sagen, ist das. Ja, wir werden es ja sehen im Spiel. So, jetzt habe ich die Maus bewegt und hat er automatisch auf Tastaturbelegung geschaltet.
Und wenn ich den Controller wieder benutze, schaltet er automatisch um, weil das funktioniert wunderbar. Weiß nicht, was er für ein Problem hat. Dann gehen wir mal auf Einzelspieler. Camp Laden, X-Ray. Also unsere Gute heißt X-Ray, so wie mein Kanal. Das ist dann demnach so. Dann würde ich sagen, Platz 1. Speicherplatz 1. Gehen wir mal rein. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources, a home. Without anyone to rely on. Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our Zombie Guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone, where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies. You don't need money, a title, or diploma to get your own Zombie Guard. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome in Paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Eingang nach Paradise, 1 von 5. Bewegen mit WSAD. Nee, ich möchte nicht bewegen mit WSAD. Willkommen in Paradise. Überquere die Grube, betrete den Park. Spieler 2 beitreten. Ah, man kann das auch im lokalen Koop oder im Online-Koop spielen, glaube ich. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut auf Steam, aber ich glaube, das geht. Ja, habt ihr ja gesehen, jeder ist willkommen in Paradise und wir sollen uns unsere eigenen Zombies holen. Das finde ich schon... Oh, er hat was im Kopf stecken. Ich nehme das mal. Können wir da schlagen? Okay. Ist hier oben los? Erledigen X. Ja, das fängt doch schon gut an. Schrott. Fünfmal Schrott. Okay. Was machen die? Alter, hier sieht's aus da unten. Also ich finde es eigentlich... von der Grafik gefällt mir das richtig gut. Wie gesagt, ist isometrisch. Mal gucken, was man alles machen kann. Bevor ich hier überhaupt reinschlagen ist, R2. R1 ist schnell schlagen demnach. Kann man auch blocken irgendwie? Also im Moment kann ich nur schlagen. Auf L1 scheint nichts zu sein, L2 auch nicht. Noch nicht. Ah, auf Kreis tun wir uns abrollen. Können wir auch sprinten. Auf Dreieck. Auf Dreieck tun wir unser Knüppel weg. Ah, da, auf Dreieck, links unten, schaut mal. Können wir unsere Waffen wechseln. Das heißt, wir haben zwei Waffenslots demnach. Später. Okay. Lassen wir den Knüppel mal drin. Aber wie kann ich denn rennen? Ah, auf Kreistaste gedrückt halten. Okay. Ja, gehen wir mal rein da hier. Welcome to Paradise. Also ihr scheint aber nicht so zu sein, als wollt ihr uns helfen. Hier seht ihr irgendwie kacke aus. Ihr prügelt euch selbst. Naja. Schauen wir mal hier rein. Unterschlupf der Wächter. Neuer Standort. Das sind quasi jetzt dann die Hiwis, oder was? Holz aufnehmen. Wir können das Holz aufnehmen. Wir können ihnen helfen. Wir können ja Holz sammeln. Ja, wir sammeln mal Holz. Ich mache wieder genau das, was man nicht machen soll am Anfang. Wir sollen ja zu dem da oben laufen. Ich mache erstmal irgendeinen Scheiß. Wie immer. Das ist ja bei mir immer angesagt. Ei, 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 ei.
So, was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas looten? Die Musik? Sprich mit dem Aufseher. Ja, das machen wir gleich. Ich will erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Salbei. Wir nehmen erstmal alles mit. Brauchen wir bestimmt noch. Was wir hier so finden können. Also mit X hebt man alles auf. Oh, hier liegen sie rum. Was ist hier? Die Touristeninformation. Ja, so sauber sieht es aber hier nicht aus wie ein Paradeise mit Z. E. Zwei Blätter aufgesammelt. Die Autos, kann man die irgendwie kaputt hauen? Naja, das schlägt sie gar nicht hin. Nee, das scheint nicht zu gehen. Paradise hier, schön in Rot und alles Blut verschmiert. Ja, das gefällt mir schon wieder. Ich finde das echt gut, das Ding hier. Was? Ich will immer rennen, dann... Auf X geht es. Auf Kreistaste gedrückt halten. Haben wir denn eigentlich Start? Was können wir hier machen? Ah, okay, Codex, Videoarchive, Einstellungen, Hauptmenü verlassen, weiter. Wir machen erstmal weiter, ich will da jetzt nicht reingucken. Was können wir denn auf der Select-Taste machen? Aha, alles klar, hier ist unser Inventar. Wir haben Schrott in einem Gewicht von 0,01 Gramm mit 5 mal Schrauben und Federn. Dann Salbei-Vorrat haben wir auch 0,09 Kilogramm. Was können wir denn maximal tragen? Steht das irgendwo? 1 von 100, da oben, rechts glaube ich, hier oben drüber. Ja, und dann Blätter haben wir auch noch. Wie gehe ich die Reiter hier durch mit L2 und R2? Verschiedenes, Salbei, Questgegenstände, haben wir nix. Alles. Okay, oh, herstellen. Oh, wir können uns Pfeile, Armbrustbolzen herstellen. Das machen wir dann demnach einfach nur aus Stücken. 16 habe ich, 10 brauche ich. Und was kriege ich da raus? Schaden 10. Ist das 2 Stück nur? Ah, alles klar. Und ein Pfeil auch. Munition, Luftgewehrkugeln. Wir können Luftgewehr auf Zombies schießen, oder was? Die Frage ist, schießen wir überhaupt auf Zombies oder auf was? Ja, lasst uns mal zu dem Typ gehen. Oh, und ich wollte schon wieder mit R2 rennen. Warum denn nur? Da schlägt sie ja. Oh, Salbei, nehmen wir mit. Moment, was machst du denn jetzt? Mit dem rechten Analogstick? Kannst du... Woo, die Musik ist so toll. Ich drehe mich im Kreis. Ja, komm, lass uns mit dem jetzt quatschen. Mal gucken, was kommt. Ah, I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here? Wait. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Okay, was öffne, öffne, schließen, nutze zum Aufrufen der Karte. Nach unten drücken, okay. Die Aufgabe rechts oben, stirbt nicht, finde Bob. Okay, die Karte. Ah. Also Bob ist hier. Auf aktiv stellen, reinzoomen, rauszoomen. Alles klar. Das ist ja... Ah, jetzt können wir uns mal die Karte angucken. Wie groß ist die denn überhaupt? Also ich vermute mal, dass das hier... Das Paradise... Welcome to Paradise ist Eingang nach Paradise. Das ändert sich auch, wenn ich da drüben die Gegner und Zugangspunkt und sowas. Hm, ich bin gespannt. Herauszoomen, zurück. Ah, zurück geht mal ganz raus. Ja, wir gehen jetzt mal dann... Was ist denn das? Eingang zum Wald? Ah, mit X kann ich auch einen Wegpunkt setzen. Sehe ich das richtig? Auch einfach so, oh, doch ein. Und so mache ich wieder weg. Alles klar. Und auf aktiv stellen wäre jetzt eher... Die Musik hier. Dum, 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 dum.
Und wie die rumlaufen. Ich will auch so einen. Jetzt sagt er mir, was? Halte Kreis gedrückt, um zu... Ja, das weiß ich doch jetzt schon. Triff einen Gegner mit R1 für einen Schnellangriff. Ja, da müsste ich erstmal Gegner haben. Ich weiß ja nicht mal, wo hier was ist. Müssen die hier runter? Oder wo bin ich denn? Wo laufe ich denn gerade lang? Was ist eigentlich das? Interagieren. Das hat mich vorhin schon einmal... Welteingang nach Paradise. Okay, und was kann ich da interagieren? Nein! Was soll ich denn? Warum hüpft ich immer? Wo ist denn jetzt? Hä? Was war denn das? Eingang nach Paradise 1 von 5. Triff einen Gegner mit... Sag mal... Das machen wir jetzt nicht nochmal. Warum ist die jetzt da reingesprungen? Ich hab gedacht, wo geht die jetzt hin? Mach doch nicht so Mist mit mir, Mann. Gisse. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier lang. Lass uns mal gucken hier auf der Karte. Ah, nee, Karte. Karte war nach unten. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Und triff einen Gegner mit R1. Damit. Na, das ist es. Aha. Salbei. Da sind sie doch schon, die ersten Kolchoten hier. Aber die... Die tun mir doch gar nichts. Die sehen irgendwie aus, als wäre es nicht ganz in Ordnung, was sie haben. Und die haben gar keins drauf hier. Ich glaube, die werden angreifen. Na, das dachte ich mir schon. Haha, daneben. Gibt's aufs Maul. Aber richtig. Erledigen. Oh, das leckt mich am Arsch, so blutig. Zerrissener Stoff, den nehmen wir mit. Gib mir deinen Stoff, Junge. Nee. Mädel, das war ja ein Mädel. Ja, du kriegst auch gleich eine volle Mütze. Steh dich wieder auf. Auch nochmal. Der steht wieder auf. Echt jetzt? Also das funktioniert ganz gut. Ist auch ziemlich leicht noch im Moment. Also ich finde es nicht schwierig. Alter, eine Blutspur hier. Du grüne Neune. Oieiei, da geht's aber ab. Ja, kommt her! Auf dem Dach liegender Bus! Was? Auf dem Dach? Lass mich hier rufen! Was habe ich denn hier gefunden? Ah, ich kann schon wieder schön ausweichen, das gefällt mir. Ich find's echt witzig. Kommt her hier, ihr Schnuckis! Zeigt euch schön alle auf einem Haufen, dass ich einmal richtig, so richtig reinzwirbeln kann hier! Oh, für Bände? Bin ich verletzt worden oder was? Auf aufs Maul, Junge, echt! Schrott? Oh, es fängt an zu regnen. Zerrissener Stoff? Es gibt also auch Wetter im Spiel. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht, Herr Specht. Naja. Aber Verbände, Rufe zum Herstellen. Ja, mit Verbändes Inventar auf. Jetzt oben L und R1. Wechseln wir mal. Durch. Wo? Da ist wieder alles. Da können wir den Reiter durchgehen. Wo ist denn jetzt? Ah, hier ist Verbände. Herstellen. Ah, und jetzt kann ich auswählen, wie viel. Okay, alles klar. Da kommen wir, machen wir gleich mal 4 Stück hier. Und wie heile ich mich jetzt? Kann ich mich irgendwie schnell heilen? Also ihr scheint mir nichts zu tun. Nur die da oben hier, die keine Lampe auf dem Kopf haben. Wir haben Stufenaufstieg, nachdem ich die jetzt hier mal kurz in die Schranken gewiesen habe. Hm. Kommt da noch wer? Ja, du willst noch mal, ja? Du willst auch eine, ja? Du kriegst auch eine. Los, komm, kriegst noch eine. So, und dann mach ich richtig fertig. Bäm! Och, du grüne Neune. Die macht das immer unterschiedlich, so finnischen Move hier. Alles gut. So, wir sollen ja zu diesem Bob. Ich bin schon wieder total abgelenkt. Aber wie kann ich denn? Habe ich mich verletzt? Ich habe 200 von 200 Energie noch. Alles gut. Taschenlampe. Drücke L3. Ah, ich kann eine Taschenlampe anmachen. Da kannst du blenden. Das war damals auch bei How to Survive, Leute. Das habe ich noch genauso im Kopf. Wenn du nachts unterwegs warst, konntest du dir die so ein bisschen vom Pelz halten. Ja, unser Mauerblümchen ist gut unterwegs hier. Die haut gut rein. Hier, Schnucki, ich brauche dein Salbei. Es tut mir leid.
nicht geblendet habe. Was ist denn... Ah, da gibt es auch noch Blätter. Was ist damit denn eigentlich? Ja, das ist nur... Stört nicht. Ja, finde Bob. Ja, ist ja gut. Wir gehen jetzt zu Bob. Die Lampe brauche ich aber nicht unbedingt, oder? Ah, das ist so ein bisschen der... Der vorsichtig Move, wenn ich so laufe. Das Blocken ist quasi so. Wo ich vorhin getanzt habe. Alles klar. Sind wir jetzt bei Bob? Es ruckelt ein bisschen in der Aufnahme. Im Spiel gar nicht. Bin gespannt. Interagieren. Interagieren. Was kann ich denn da machen? Das ist dein Ernst? Kannst du hier Spaß haben, wenn die Zombies angreifen? Ja, Mädel, hör wieder auf. Da kann man das hochstellen. Einmal nur? Ah, nee, es geht immer wieder runter. Demnach bringt das soweit jetzt nichts. So, du bist jetzt der Bob. Es ist ganz schön hell hier bei dir. Oh, hey! You're new here, right? Ha. I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Ha ha! If it stops wanting to eat you, it's worked! If not, run! Ja, ist klar. Alles klar. Jetzt habe ich so ein Ding da von dem bekommen. Öffne das Inventar und rufe dann den Bereich Herstellen auf, um den Hacking-Helm zu erstellen. Fähigkeiten. Oh, Fähigkeiten. Wir haben auch 3 Fähigkeitspunkte gekriegt. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber. Wo ist denn jetzt dieser, wo ist denn dieser Helm? Ich denke, ich kann jetzt so einen Helm bauen. Herstellen, Helm. Salbei? Hä? Ah, hier, alles klar, hier herstellen. Da ist das Ding. Ah, ich brauche so ein kaputtes Teil. So. Ah, jetzt, das sind die draußen. Das sind die draußen hier, so einer. Jetzt muss ich ja tatsächlich so einen dreschen hier. Wollte ich gar nicht. Ja, erstmal kriegst du aufs Maul. Na, komm ich so nah, Freundchen. Oh, die haut aber auch da rein. So, was nehmen wir denn hier? Oh Mann, die Junge, richtig leid, das sind ja so arm. Ja, komm. Tut mir leid, ich brauch das Ding. So, jetzt haben wir so ein kaputtes Ding, so ein Hacking-Teil. Und das können wir jetzt craften, oder? So hab ich das verstanden. Ein. Alles klar. Kaputter Hacking-Helm, Vorrat. Und den sollen wir jetzt bauen. Erstellen. Ah, jetzt können wir auch überlegen, was wir... Hä? Schrott? Schrott haben wir doch. Näher dich einem Zombie, den du niedergeschlagen oder bewusstlos geschlagen hast und drücke Dreieck, um ihm einen Hacking-Helm aufzusetzen. Okay. Wen nehmen wir denn? Wer sieht denn hier witzig aus? Komm, dreh dich mal zu mir um. Die dicke Bertha, nein, die nehmen wir nicht. Was ist mit euch hier? Ihr seid mir zu aggressiv. Euch hau ich jetzt gleich mal weg hier. Du hast noch Lampen auf dem Kopf. Ihr tut mir eigentlich nichts. Aber ihr seid so Fieslinge, ne? Ja, komm doch, komm doch, komm doch. Ha, 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 ha. Quatsch, Junge. Sollen wir den nehmen? Ja, du wirst jetzt infiziert. Mit meinem Helm. Du wirst jetzt mir. Wie gut ist denn das? Jetzt haben wir... Ah, da unten, links, könnt ihr das sehen. Jetzt haben wir eins. Ein Zombie. Können wir da noch mehr holen? Nehmen wir den Schrott hier. Was? Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Sprich mit Bob. Dann gehen wir nochmal zu Bob. Das ruckelt aber ganz schön in der Aufnahme, sehe ich gerade. Ich hoffe, das ist nicht wirklich so schlimm nachher. Das ist schon echt heftig.
Wir sprechen mal mit Bob hier. Komm, auf geht's. Well, well, well. Not bad, right? This Zombot will follow you everywhere, but if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your Zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Okay. Was? Ziele mit R auf einen Gegner und befiehl deinem Zombot mit L1 anzugreifen. Okay, wir gucken das uns mal an. Hat er den Zielscheibe auf den Hintern? Echt jetzt? Nein, geh weg! Das bist du selber schuld. Das war nicht so, wie ich es machen sollte, ich weiß. Ich habe das Zombie-Ziel aufgehoben. Also ich hoffe wirklich, dass ich diese Aufnahme, die ich gerade für Fuß mache, weil das extrem ruckelt. Auf meinem OBS-Aufnahmebildschirm. Das ist echt... Naja. So, aber... Wen soll ich denn jetzt? Ist egal wen oder wie? Ich hatte doch jetzt eine mit Zielscheibe. Ah komm. Ist wahrscheinlich wurscht. Jetzt habe ich aber nichts. Jetzt habe ich aber nicht gezielt. Ah, alles klar. Mit dem. Jetzt kann ich hier. Was kommt denn hier für ein Mist gerade rein bei mir? Geh weg! Da kommt in die Aufnahme. So ist das manchmal als Let's Player hier. Wenn du rummachst, da kommt da eine Info eingeflogen von meinem Desktop. Was soll denn das? Also ich hätte auf Vollbild stellen müssen wahrscheinlich. Und ich will mal was ganz kurz gucken. Ich glaube, das ist viel zu hell, wie ich das eingestellt habe. Lass uns mal noch schnell ins Menü gehen. Einstellungen. Grafik. Helligkeit. Mal ein bisschen zurück. Das ist ja heftig. Und die Font-Size können wir lassen. Zeigergröße lassen wir auch. Was haben wir denn hier noch eingestellt? Das ist FSR. Umgebungsverdeckung, das alles an. MLA, das hat er ja alles von selbst gemacht. Ich mach mal die Schatten auf niedrig. Vielleicht ist es dann nicht mehr so extrem berechnend, so schlimm. Übernehmen, Viereck. Auf geht's, zurück und wieder rein ins Spiel. Ich glaube, es läuft jetzt schon ein bisschen flüssiger, habe ich das Gefühl hier. Weil eben die ganze Zeit hat es schon ganz schön geruckelt. Naja. Lasst uns mal schauen, wo hier einer ist mit einer Zielscheibe noch. Also wir sollten ja hier einen angreifen, gezielt. Oh, was ist denn das? Interagieren. Bob's Archives P-89-5, the Social Distancing Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with spiked armor and a bat, and order it to use this to provoke enemies while in combat. Die Musik, Leute. And that is it. First with the spikes and your Zombot's bat. The enemy shouldn't get any closer, but if provoked, they won't be able to help themselves. Okay, wir können dem Befehle erteilen, wie er sich verhalten soll. Habe ich das jetzt richtig erkannt? Oh, Alter, guck mal darüber. Da ist einer, da ist so ein Typ hier voll aufgespickt. Das will ich mit beim auch machen. Aber wie? Wie ging das jetzt? Ins Menü rein. Ah, hier, jetzt. Jetzt ist er auf Sammeln eingestellt, da drüben. Und benutzen. Benutze, was? Benutzt den in der Hand gehaltenen Gegenstand und greift an, falls es eine Waffe ist. Nicht im Kampf. Moment mal, was kann ich denn machen? Heilen sollst du mich. Kampf heilen. Hält nahe Verbündete, genau. Das machst du jetzt mit mir. Heilt nahe Verbündete allmählich. Sammeln? Was kann er denn noch machen? Nutzen im Kampf? Fliehen? Der kann auch abhauen.
entfernt sich von der größten Bedrohung und eilt sich. Im Kampf, nicht im Kampf. Und im Kampf kannst du ihn auch fliehen lassen. Komm, wir lassen den fliehen. Benutzen in der Hand gehaltenen Gegenstand greift an, falls es eine Waffe ist, nicht im Kampf. Hä? Also das ist ja irritierend alles ein bisschen. Heilen, hacken, verspotten, echt ins Long Gegner in einen Kampf. Im Kampf und nicht im Kampf. Einschüchtern. Selbstzerstörung. Ernsthaft? Was kann man denn hier alles machen? Benutzen? Fliehen? Wir können 4 Sachen einstellen insgesamt. Alles klar. Aktivieren. Nähert sich inaktiven Objekten in der Nähe. Ich weiß nicht. Sammeln nicht im Kampf. Im Kampf brauchst du nicht sammeln. Einschüchtern. Sollen wir den mal einschüchtern lassen im Kampf? Komm, wir lassen ihn im Kampf einschüchtern. Achso, ich wollte ja noch gucken, was wir noch mit dem machen können. Herstellen. Da ist er. Dem kann ich Stock geben, dann krieg ich einen Stock zu prügeln. Echt jetzt kann ich dem als Rüstung diese blöde Zielscheibe dranhängen. Echt jetzt? 25%, das geht wohl nicht. Warum geht das nicht? Das kann ich ihm nicht geben, das macht er nicht. Weil die wahrscheinlich fast kaputt ist. Was ist denn das? Das kriegst du von mir auf den Kopf. Oh, wir können auch die Farbe ändern. Ah, das ist ja genial. Auf was? Ich nehme den natürlich im Pink mit. Mein kleiner pinker Zombie. Freilassen durch dich nicht, das kannst du vergessen. Expertenmodus? Was ist denn der Expertenmodus? Alle verbündeten Modul, Zombo, was? Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Zombots K.O.-Modul, Zombots... Was? Monturmodul. Der Zombot konzentriert sich darauf, seine Waffe oder sein Werkzeug auf Verbündete zu richten, die im Kampf gefallen sind. Hä? Anti-Kamikaze-Modul, Alter, was gibt's denn hier alles? Anti-Tier-Modul. Der Zombie konzentriert sich darauf, die Waffe oder sein Werkzeug auf Tiere und Zombie-Tiere zu richten. Alles klar, da kannst du den noch richtig, du kannst dich richtig spezialisieren. Anti-Zombots-Modul. Der Zombot konzentriert sich darauf, seine Waffe oder sein Werkzeug auf feindliche Zombots zu richten. Auf was geht's hier? Auf wilde Zombies? Menschen? Auf Menschen auch? Also kriegt man auch Menschen als Gegner demnach? Vermutlich das richtig. Was macht er hier? Jegliche Mechanismen zu richten, die Zombots aktivieren. Ach du grüne Neune. Da rechts steht jetzt auch irgendwas mit 40%. Ach du grüne Neune. Umzingelt-Modus. Eieieiei. Also man kann hier extrem viel einstellen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Normaler Zustand, was ist hier? Umzingelt-Modus löst die Aktion des Zombots aus, wenn er umzingelt ist. Löst die Aktion, da kannst du sagen, wann er das machen soll. Ich glaube, wir lassen erstmal den einfachen Modus, ansonsten, dann nochmal rein hier in den Zombie. Und den Einfachmodus, ja, so lassen wir das erstmal, das andere ist mir alles ein bisschen zu hoch, zu schnell jetzt, zu viel. Da muss man das ein bisschen länger spielen, glaube ich. Was soll man denn eigentlich machen? Invasion, sprich mit dem Aufseher. Guck mal, eigentlich noch rennt der pinke Hund da mit uns rum. Und wohnt der eigentlich jetzt auch Leute hier? Können wir jetzt eigentlich hier... Ich bin doch vorhin in das Ding gegangen. Was war das? Ist doch hier das gleiche, oder? Aktivieren. Stützpunkt Wald wird freigeschaltet. Aktiviere Mega-Hop-Station möglichst schnell reisen. Echt? Ach, das ist das? Was... Na, auf geht's. Dann spring mal. Sprich zum Aufseher. Spring darüber. Und nimm den Zombot mit. Wie gut. Das ist echt witzig. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Katsching. Eingang. Was? Junge, du bist so richtig fit, bist du nicht? Wie der läuft. Oh, schön. Ja, ich will mich erstmal, bevor wir zum Aufseher gehen, noch ein bisschen umgucken hier. Ah, guck mal vorsichtig, du musst mit mir laufen. Wieso hast denn du eigentlich hier, wieso hast du das Zeug? Ah, du sammelst ja ein, natürlich. Das haben wir eingestellt. Deswegen hat er das Zeug in der Hand gehabt gerade.
Da oben, das können wir jetzt beobachten. Hier oben ist so eine Pflanze. Wenn ich die nicht aufhebe, müsste er das machen. Ja, tatsächlich. Und jetzt packt er es mir in den Rucksack. Das ist, oh, ja, sei mein Knecht. Mein pinker Knecht. Komm mit mir. Der ist eine Katze. Oder irgendein Viech. Da oben, los, den greifst du jetzt an. Hau drauf auf den. Du sollst dich sammeln, du sollst den prügeln. Ach so, jetzt schlägt er nicht, weil ich ihn ausgestellt habe. Na, da kriegt er halt von mir eine. Schrott, können wir einsammeln. Wir sollen hier eigentlich gar nicht hin. Wir sollen jetzt zu dem... Na, ich werde schon gleich auf den Sack kriegen hier so richtig. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, dass das Spiel ganz schön leckt bei mir bei der Aufnahme. Wenn ich... Weg da mit dir. Schrott her. Wenn es anfängt zu regnen, habe ich das Gefühl. Dann ist es echt ein bisschen laggy. Also zumindest die Aufnahme. Im Spiel, muss ich dazu sagen, ist gar nichts. Überhaupt kein Problem. Läuft super flüssig. Das liegt dann leider... Oh, Camp Old Paradise. Komm her, Junge. So, hast du was für mich? Nee, hat er nicht. Also es ist schon ein Schnetzelspiel. Ui, die überrennen uns aber nicht hier. Wenn die hier durchkommen, haben wir ein Problem. Die Mucke. Ihr seid noch in Ordnung. Was haben wir denn hier? Ein Verband? Noch ein Verband? Die Musik. Und du, mein pinker Freund, warum hast du das nicht eingesammelt da hinten, ne? War eigentlich deine Aufgabe. Mensch, Mensch, Mensch. Lieg auf keines Verlass hier. Wir gehen mal lieber weg da. Das ist mir ein bisschen zu heikel. So, jetzt greif den an. Ach, du verhöhnst den nur. Das habe ich eingestellt. Natürlich. Du kriegst aber noch auf den Sack. Das bringt ja nichts. Oh, schon wieder Stufenaufstieg. Lass uns mal in den Stufenaufstieg reinschauen, was da geht. Das war doch hier, ne? Fähigkeiten da oben. Hacking. Erhebe dich und gehe. Ermöglicht dir, deine K.O. gegangenen Zomputs wieder zu beleben. Sind das dann Untote? Untote? Sind das dann Untote? Untote? Ah, jetzt. Können wir hier, ah, nach oben können wir noch nicht. Das geht erst ab 5 Punkten oder ab Level 5. Sehe ich das richtig? Okay. Erhebe dich haben wir hier. Dann haben wir die Servicestation. Bei jedem Abstecher werden deine toten Zombots ersetzt und die geheilt, die du noch hast. Du wirst also nie wieder einsam sein. Mhm. Treues Ross. Treues Ross. Angriffstempo im Sattel. Erlittener Schaden. Im Sattel? Angriffstempo im Sattel. Erlittener Schaden. Hä? Was? Moment. Verringert beim Reiten deines... Ich kann den reiten? Echt jetzt? Wie geht denn das? Verringert beim Reiten deines Zombots den von ihm erlittenen Schaden. Verbessert dein Angriffstempo und verhindert, dass du abgeworfen wirst. Ah ja, das mach mal. Ich habe wie viele Punkte? Jetzt muss man mal gucken hier. Der Deserteur. Deine Zombots rennen schneller weg und regenerieren sich schneller. Wer heute flieht, kann morgen weiterkämpfen. Das hört sich auch nicht schlecht an, die feigen Säcke. Erhöht die Menge an Altmetall, die deinen Zombots bergen können. Ganz oder gar nicht. Das ist der Goldgräber und hartnäckiger Diener. Ah, erhöht Zombots... Ah, so kriegen die mehr Energie. Okay, wir machen den mal ein bisschen stärker. Ein Punkt haben wir noch. Was war das mit dem Deserteur? Da uns ein bisschen näher ab. Servicestation und erhebe dich. Das hört sich auch nicht schlecht an. Und das treue Ross. Also mit dem Ross, das finde ich... Das andere hier... Ah, wir haben ja noch Reiter da oben. Mensch, ich Trottel. Da können wir ja auch noch rein. Hinterhältiger Schuss. Verursacht mehr Schaden bei Gegnern, die dich nicht sehen. Schießen, bevor man gesehen wird, ist eine ausgezeichnete Methode, um Ärger zu vermeiden. Ja, der quälende Schuss erhöht den von deinen Fernkampfwaffen verursachten Schaden. Triff sie, wo es weh tut. Okay, der Folterknecht ermöglicht dir den perfekten Vollzug, der hohen Schaden bei Gegnern in der Umgebung anrichtet. Das gleicht zahlenmäßigen Ungleichheiten aus. Das finde ich nicht schlecht. Ich habe nur noch einen Punkt, ne? Die Rückhand erhöht deinen Nahkampfschaden. Zeig allen, dass du... Ja, Nahkampfschaden müssen wir auf jeden Fall machen. Oh nein, was ist hier? Die Bestie, was? Erhöht deine Lebenspunkte. Man braucht ja immer einen Plan B. Recycling erhöht den Altmetallanteil der von dir aus auseinandergenommenen Sachen des
einen Müll, des anderen Schatz. Okay, tief durchatmen. Ah, Ausdauer ist das dann demnach. Und was ist hier Krankenpfleger? Erhöht die Wirksamkeit von Verbänden, allerdings nicht bei Enthauptungen. Also wenn ich enthauptet werde, bin ich doch, glaube ich, fertig. Oh Mann, ich krieg Angst. Ich kann auch nochmal alles so zurücksetzen. Das machen wir jetzt aber nicht. Also die Beste, ich glaube, ich gehe doch auf diesen Nahkampfschaden. Oder Folterknecht, ich weiß nicht. Vollzug, Schadengegnern umzingelt bist. Der quälende Schuss. Ich habe ja gar keine Schusswaffe. Wir machen mal die Rückhand. 5% mehr Schaden hier, wenn ich zuschlage. Aber wir haben doch noch Punkte. Folterknecht. Quälender Schuss. Den Folterknecht machen wir auch. Nee, ich habe keinen Punkt mehr. Wir sind Level 4, Punkte sind alle raus, alles klar, das lassen wir so. Ja, weiter geht's. Lass uns mal weiter gucken. Hier, mein pinker Freund. Kannst du den mal verhöhen, bitte? Siehst du, der rennt da gleich sonst wohin und kriegt von mir einen ins Kreuz. Hahaha. Der hat richtig geschrien. Nee, ich glaube, wir stellen das um. Das bringt mir nichts hier, wenn der da nur rumschreit. Das ist ja witzig, was man hier alles machen. Nein! Verdammt! Pass doch ein bisschen auf! Was lockst du denn da her? Sind jetzt hin. Schrott her. Komm mal, wir stellen uns mal hier an den Rand. Jetzt bleibst du mal ruhig. Das gibt's ja nicht. Wo ist er jetzt hier, mein Zombots? Ich muss den nochmal einstellen. Das geht so nicht. Haben wir denn jetzt hier für den irgendwas? Nee, halt, du bleibst mal schön im Pink. Freilassen. Aber der hat doch irgendwas erzählt mit, ich kann den reiten. Das würde mich mal interessieren, wie das gehen soll. Das Zombie-Ziel, das kann ich, mit dem kann ich nichts anfangen. Ja, sammeln tust du, einschüchtern machst du nicht. Das machen wir aus. Benutzen die Waffe im Kampf. Du sollst draufhauen. Das macht ja keinen Sinn. Und fliehen ist auch Blödsinn. Sammeln im Kampf nicht. Aktivieren, auch nicht aktivieren. Selbstzerstörung auch nicht. Einschüchtern auch nicht. Verspotten brauchst du auch nicht. Hacken auch nicht. Da lass mal lieber was offen. Fliehen nicht im Kampf. Im Kampf sollst du draufhauen. Komm, du bleibst ein feiger Sack. Wenn du nicht im Kampf bist, dann haust du ab. Aber wenn sie sich dann angreifen, dann haust du bitte drauf. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt auch so. Wir machen natürlich wieder im Let's Play nicht das, was ich soll. Ist klar, in dieser Demo. Greifst du jetzt an oder greifst du jetzt an? Eigentlich sollst du fliehen, ne? Ja, das tut er auch. So, da gibt's ein paar vor Latz, Junge. Wo sind wir denn überhaupt? Invasion. Ich soll ja eigentlich mit dem Aufseher sprechen und ich mache wieder gar nicht das, was ich soll. So, ihr sammelt hier fleißig Wasser. Hier scheint wahrscheinlich auch das Ende zu sein, oder? Oh, die Musik hört sich aber nicht gesund an. Die Musik ist doch schon wieder auf Prügeln hier aus. Hier ist doch mal gar keiner. Was macht ihr für Krawall? Hier ist doch nix. Hauptsache erstmal Musik hier in laut. Oh, Schrott, nehmen wir mit. Der passt da auf. Also ich muss ehrlich sagen, können wir das ganze Gelände hier frei begehen oder was schon? Also wir können es echt hier gut bewegen. Kann ich da schnell hinreisen? Geht sowas? Nee, scheinbar nicht. Aber jetzt lasst uns mal da runterlaufen. Und die machen wir jetzt wieder weg hier? Die Frage ist, das sind wir. Andys Camp. Wo sehe ich denn den Pfeil, wo ich hin soll überhaupt, den blauen? Den sehe ich doch gar nicht. Da komme ich hier gar nicht rein. Doch. Ah, hier ist wieder Schnellreiseteil. Alles klar, das aktivieren wir jetzt. So. Stützpunkt Anis Camp freigeschaltet. Was ist denn hier los? Das sieht aber nicht gut aus, die Krankenstation. Das hier, ach, es gibt hier also auch Ärzte mit solchen Helmen auf. Seid die Beine amputiert? Ach du grüne Neun. Hier ist was los, Mann, Mann, Mann. So, die Anni, das bist doch bestimmt du. Bist doch du, oder? Nee, wo ist denn jetzt die Anni? Hier muss ja eine Anni irgendwo sein. Bist du die Eins? Der wird da angezapft hier und was machst du? Strom oder was? Kann ich da rein? Aber hier sehe ich ja nichts. G-
Hallo, du, sag mir, wo die Annie ist. Und ich hätte gerne mal eine andere Waffe. Ich habe ja nur. Habe ich vielleicht schon was gefunden und weiß es nicht? Lass uns mal gucken. Oh, ich habe 500 Dingern. Komm, wir gucken mal, ob ich noch so Dinge herstellen kann. 3 Stück, alles klar. Ich habe jetzt 3 solche Dinger gebaut. Oh Mensch, ich komme noch nicht so richtig klar hier mit dem Inventar. Sind das jetzt welche, die ich einsetzen kann? Hacking Helm, Vorrat. Kontrolle sendet weißes Rauschen. Sag mal, steckt das bloß auf. Also hier im Inventar hier irgendwas zu sortieren. Bewegen. R3 und L2 aufteilen. R3. Alles klar. Ach du grüne Neune. Also bis ich das mal kapiert habe, wie dieses Spiel richtig funktioniert. Wenn ich draufklicke, abbrechen, bewegen. So kann ich es im Inventar durch die Gegend schieben. Und wenn ich es jetzt aufteilen will, ich möchte es gerne hier drauf stecken. Ah, okay. Das scheint dann demnach nur auf 3 zu gehen. 5 Stück, das heißt, ein könnte ich noch bauen. Lass mal jetzt mal drauf geschissen. Fähigkeiten, haben wir schon wieder was gelernt. Wo sehe ich denn? Nee, 0 von 1 Punkten, da geht nichts mehr. Und die Quests, an die Quests halte ich mich natürlich wieder überhaupt nicht. Ich hält. Das war ja klar. Aber ich will mal gucken. Da war ja bewegen und aufteilen. L? Ja. Alles klar. Mehr geht nicht. Naja. Wo ist denn jetzt diese Annie? Leute, sag mir doch mal, wo diese Annie. Ich muss hier irgendwo rumhängen. Da ist sie doch. Nee, verbannt. Den nehmen wir mit. Aber der Regen, den hätte ich gerne nicht dabei, weil es mein Gameplay stört. Ja, so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Ich habe halt so ein Potato-Teil nur. Ich muss mal irgendwann. Ah, jetzt fängt er an zu sammeln. Guckt euch an, mein pinker Freund. Möchten vielleicht ein paar mehr von denen. Das kann ich auch alles einsammeln. Den Salbei nehme ich natürlich mit. Ja, gib mir. Aber ich bin da ein bisschen schneller. Aber besser als wenn. Da übersehe ich wenigstens nichts. Das würde ich mir in anderen spielen. Ich verstehe halt nicht, wo diese Annie sein soll. Ja, ich gedacht, dass hier die Annie auch rumrennt. Aber das sieht wohl nicht so aus. Na dann, mal Vollgas. Mal gucken, wie es da ruckelt wieder. Ja, ich gucke gerade auf den Aufnahmemonitor nebenher. Es scheint gerade zu gehen. Vielleicht dürfen wir noch nicht zu der Annie. Vielleicht bin ich einfach viel zu früh hierher gelatscht. Wir reisen mal zurück zum Aufseher. Das soll man ja auch wirklich machen. Wo ist denn der? Hier, der Aufseher. So, auf geht's, zurück. Er ist ja auch schon bei 50 Minuten bald. Meine Güte. Sag mal, der reist aber lange. Ich bin gut gelandet und mein Zombie fliegt wieder schön auf die Schnauze. Ja, komm, mein Guter, hier. Ich würde ja gern noch einen haben. Geht das? Gibt's hier doch irgendwo Zombies? Komm schon. Ich brauche einen Zombie. Ich will noch mal einen haben. Problem ist nur, dass der dann wahrscheinlich auch draufhaut und ich krieg den gar nicht mehr. Da oben sind noch welche. Ich knüppel jetzt mal einen von den kaputten. Ah, da oben geht's noch ab hier. Lass mich doch mal einen aufnehmen nochmal. Komm schon, fall um. Oh, du sollst den nicht. Und überhaupt, lass dich jetzt in Ruhe. Oh, Junge. Was hat denn der jetzt fallen lassen? Komm mal her hier, du. Mein pinker Freund, komm mal mit hier. Wir machen jetzt hier nochmal Einstellungen für dich und ich lasse dich jetzt mal gar nichts machen. Du sollst hier gar nicht draufhauen. Lass dich in Ruhe. Sammeln. Kampf benutzen. Nein, du kämpfst gar nicht. Auch so nicht benutzen. Werfen. Werfen. Hebt einen nahegelegenen Gegenstand auf und wirft ihn auf den Gegner. Was? Ja komm, dich lassen wir mal irgendwas werfen. Ich bin und kann ich den jetzt. Wo ist der jetzt? Ja, aber dieses blöde Ding. Das geht ja nicht. Zieht gegnerische. Was? Zieht gegnerisches Feuer auf dich? Als. So verschaffst du deinen Freunden den Highscore. Okay. So, jetzt. So, den habe ich jetzt. Ich möchte den Hacking-Helm. Ja, jetzt habe ich den Hacking-Helm von dem. Oh, ich schlag gerade hier mit gar keiner Waffe. Wieso habe ich keine Waffe? Das habe ich irgendwie gewechselt. Wie ging das vorhin? Ah, genau, mit Dreieck. Komm, wir schlagen den nochmal auf. Quatsch!
Sieht der Eckingham? Naja, erledigen. Ui. Wie kriege ich jetzt den Eckingham da oben? Den kriege ich ja gar nicht mehr. Der ist jetzt ein bisschen blöd gekriegt. Ach doch, da oben. Ja, ich glaube, wir sollten wieder auf den Knüppel wenigstens wechseln. Ja, so ein Mist. Ich würde gerne noch einen Zombie haben, aber es scheint nicht zu gehen. Vielleicht sind wir da, müssen wir das freischalten per Level erst. Ja, ich höre es ja schon auf. Wir gehen mal hier zu unserem Missionsdude hier und lassen uns mal von dem voll labern. Oh no! Oh, was ist hier los? Zombies have got in! They Oh, not again! Du bringst mir schön mein Zeug. Boah, jetzt machen wir hier mal richtig metzeln, Junge. Echt. Ein schwerer Angriff. Nochmal. Oh, jetzt hat er mich geschlagen, der Sack. Oh, jetzt aber richtig viele hier. Ach, die Brüder noch hin. Oh, ganz cool hier. Ja, drauf auf dem Kopf, genau. Da ist Ruhe. Also aufsammeln, das funktioniert echt gut. So, meine Freunde, komm mal her hier. Arm Junge, da gibt's mir richtig einen auf den Kopf. Ah, er wartet auch schön ab, bis ich den anderen K.O. geschlagen habe. Die anderen zwei auch, die greifen mich demnach nicht an. Solange wie ich da was mache mit Erledigen. Du Scheiße. Oh, du warst nicht bereit dafür. Gerade gesehen. Generator with mood. My zombies are down. Was mit Matsch? Soll ich den Generator füttern? Ah, mit Holz. Ah, dann sammeln wir mal Holz ein, komm. Komm, mein pinker Freund, lass uns mal da Holz einsammeln. Der braucht irgendwie Holz da drin. Versorgen. Bestätigen. Press the button. Was? Close the gate. We can't let any other wild zombies get in. Ah, hier, alles klar. Ja, das Zombie-Tor wird zugemacht. Ihr kommt hier nicht mehr rein. Wir wollen euch hier nicht. Ihr Aussätzigen. So, haben wir das auch? Aber ich denke, ich kann irgendwie einen Zombie reiten. Das wollte ich ja... Also, das müsste, wie soll ich denn das machen? Hm. Das würde ich jetzt schon noch gerne wissen. Hat der jetzt was für mich eigentlich da oben? Oder war das jetzt eben nur... Also bis jetzt muss ich ehrlich sagen, ist die Demo echt weitläufig. Wir sind bei 53 Minuten und ich werde die mal ein bisschen spielen noch jetzt hier. Was ist mit dir? Hast du was für mich? Oh, one less. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the Zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Ist klar, wir sollen zu dem Zirkus-Scharfschützen gehen jetzt. Danke für den Stoff, mein Freund, Junge. Ja, beliefer mich. Alter Schwede. Also es ist echt, es macht echt Spaß und es lässt sich echt gut spielen. Also wie gesagt, wenn die Aufnahme ein bisschen ruckelt, dann nehmt es mir nicht übel. Das ist mein Rechner. Ich bin halt hier. Ich habe nicht das High-End-Equipment. Ich habe ein 7700K und eine 4060 Ti. Also daran liegt es vielleicht dann. Und 16 GB RAM DDR4. Ne? Naja, genau will ich jetzt nicht sagen, was für welchen. Weiß ich gar nicht. Muss ich selber gucken. Fury, glaube ich, von damals noch. Der sammelt mir... Aber wo soll man... Wir müssen hier runter. Das scheint richtig zu sein. Hier, mein Zombie. Komm mal mit hier. Wir gucken uns ein bisschen um. Wir schleichen uns an. Bäm, 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 bäm. Suche Pedro. Das muss hier unten sein. Ja, lass uns nochmal auf die Map gucken. Was da noch so Interessantes gibt. Das war... Ist das ein Händler oder was? Denk mal für was Alan Tusk. Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Eingang zum Wald. Ja, der wird hier sein, dieser Pedro. Dann stellen wir das mal auf aktiv.
Oh, wie schön, idyllisch. Das Gras, die vielen Blumen. Das Holz. Noch mehr Holz. Ganz viel Holz. Unendlich Holz. Nein, ist es nicht. Aber es ist viel. Aber wir können über Steine... Oh, hier ist wieder einer mit der Zielscheibe. Los, greif an da. Du sollst angreifen und mich nicht heilen. Los, komm schon. Sieh mal, guck, ob du das machst. Ja, jetzt kloppt drauf, genau. Aber du sollst es nur tun, wenn ich es dir sage. Du Held. Was habe ich denn... Dann schlag dich mal ein bisschen für mich, jawohl. Naja, ich mach schon selbst. Oh, vorbeigehauen. So, schau, kriegst du mal... Ein Zombiesattel, ah, jetzt! Jetzt hab ich drei Zombiesattel, 75... Ah, die sind auch, haben auch Haltbarkeit. Moment, ja, jetzt weiß ich, wie das geht. Alles klar. 50% Zombiesattel, den kriegst du jetzt. Warum nicht? Warum kann ich den dem nicht geben? Oh Mann, ich will den... Mann, da gibt's aufs Maul. Ich wollte ihm jetzt... Ui. Ich wollte ihm jetzt einen Zombiesattel geben, warum geht das nicht? Bist du zu schlecht oder wie? Kann ich den auch hauen? Oder muss ich das irgendwie freischalten, dass ich da drauf reiten kann? Ich hab doch da was mit Reiten freigeschaltet, warum geht das nicht? Also irgendwie stelle ich mich gerade an, glaube ich. Vielleicht bin ich einfach zu doof. Herstellen. Herstellen. Was können wir denn herstellen? Ja, Verbände. Er heilt uns ja selbst jetzt, ne? Wir machen mal auch 4 Verbände. Inventar. Aber warum geht das nicht? Wie bestätige ich denn das? Ich kann den doch hier auswählen. Warum nimmt er den nicht? Kein Stock, Stock, Stock. Da ist die Farbe, die ich ändern kann. Der bleibt mal schön im Pink. Das sind die 2 verschiedenen Dinger, die ich ihm geben kann. Aber warum zum Geier geht denn das nicht? Reite wie ein, Ritter in dem guten alten Zeiten auf einem Zombot als deinem treuen Ross. Ja, das möchte ich gerne machen. Jetzt lass mich das so tun. Warum geht denn das nicht? Muss ich hier irgendwas freischalten? Treues Ross? Verringert beim Reiten? 36%. Ich habe 1 Punkt. Dann machen wir halt noch 1 Punkt da rein. Komm jetzt her hier, du Zombot. Ah, hier kann ich auch was durchschalten. Hab ich gerade gesehen. Mit den Links-Rechts-Tasten nach oben komme ich direkt zu ihm wieder. Und jetzt nimm doch bitte das Ding. Bestätigen. X. Ja, warum machst du es denn nicht? Er nimmt es nicht an. Das ist doch doof. Wohin hat er doch das Teil? Diese Zielscheibe ging doch auch. Muss ich das vielleicht mit Maus und Dings machen? Vielleicht spinnt das einfach gerade das Spiel mit irgendeinem Bug. Geh mal drauf. Er sagt mir nicht, warum es nicht geht. Er nimmt ihn nicht. Rüberziehen geht auch nicht. Keine Ahnung, warum ich ihn nicht reiten darf. Ich wollte ihn einfach gerne reiten. Vielleicht muss ich mir auch so einen überzeugen hier. Oder muss man das... Warte mal, Lizenz zum Ableben. Wir gehen mal zu dem Pedro jetzt hier, das bringt ja nichts. Also warum auch immer ich den nicht reiten darf. L3 ist die Taschenlampe, ja, das wissen wir ja. Das ist Waffe wechseln. Ja, jetzt sind wir gleich über 1 Stunde, das wird halt ein bisschen länger jetzt hier. Das macht nämlich echt Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Oh, voll ins Kreuz hat die mich geschlagen. Ich will den nicht erledigen, ich möchte so ein blödes Ding aufsetzen. Mann. Och, Mann. Ein Zombiesattel, jetzt haben wir noch einen. Was, Panzerung und Montur für Zombies? Nutze Zombie-Hacking-Tool. Was denn jetzt? Ah, jetzt, ich musste nur für... Alles klar. Wie kann... Reiten, X. Wie geil ist denn das? Kann ich da auch hauen? Ah, lass uns mal einen Zombie dreschen hier. Ja, komm her, meine Guten hier. Ich kämpfe vom Pferd, von meinem Zombie-Pferd aus. Kommt her, kommt nur her.
Oh, ich hab vorbeigehauen, das ist nicht gut. Der Zombie, oh, ich krieg nur die Fresse gerade. So, schlag ihn um. Dich auch. Boah, die haut's ja sonst so hin. Den Zombie-Sattel nehmen auch noch mit. 75%. Ich find's ja mega geil. Vom Zombie runterhauen. Ah, den nehmen auch mit, den Zombie-Sattel. Mal gucken. Neue Zombie-Ausrüstung freigeschaltet. Du musst mehrere von denen sammeln. Oh, hier ist aber ganz schön was los. Heidenei, Heidenei, ob das so gut ist hier? Wie sieht's denn aus, mein Zombie? Ich selber habe ganz schön Schaden genommen. Ah, solange ich den reite, heilt er mich nicht. Freundchen, nur weil ich dich auf deinem Buckel hocke, kannst du trotzdem mich heilen. Bring mich mal ein bisschen an. Nein! Schlag, Zombie, schlag die! Schlägst du hin! Schlag die jetzt! So! Ich glaube, da muss ich absteigen, dann heilt er mich erst wieder. Das steige ich hier überhaupt ab? So nicht? Alter Schwede, das war aber nicht schlecht jetzt hier. So, jetzt heil mich mal. Heil du mich. Hast du nicht erzählt, du heilst mich? Wie kann ich denn dieses Heilen benutzen? Warum macht er denn das nicht? Das soll mich doch heilen. Ah, im Kampf heilen? Da müssen wir vielleicht einstellen auch noch, dass er mich nicht nur im Kampf heilt. Dann machen wir das Werfen mal weg. Und machen Heilen im und nicht im Kampf. Alles klar, dann kämpft. Weil im Kampf heilen hat er ja nicht gemacht gerade. Das ist ja Blödsinn. Das hat nicht funktioniert. Ja, also langsam heilt er mich wieder, aber was ich nicht kapiert habe, ist, ich kann ja hier das durchschalten. Hier links, schaut mal, über der Waffe, die ich ja auch so wechseln kann, kann ich hier dieses Teil hier durchschalten und dann... Ah, alles klar. Mit L2 kann ich selbst den Verband nehmen. Jetzt so, alles klar, das aktiviert es in der Mitte. Jetzt bin ich fast gesund wieder. So sieht's aus, so lassen wir das auch. Oh, hier liegt was. Geh hin fort, Junge! Auch wieder ein Zombie-Ziel. Ah, das machen wir jetzt mal ohne Waffe. Ja, das wollte ich nämlich mal sehen, was er da macht. Schlägt den Schädel auf den Boden. In der Aktion waren wir hier schon. Bob's Archives P-48-3. The emotional support somewhat. Open the portable pylon configuration menu. Das kennen wir doch schon. Das haben wir schon gesehen. Können wir das überspringen? Alles klar, mit gedrückt X kann man das überspringen. Da brauchen wir nicht nochmal ran. Wir sollen jetzt zu diesem komischen Bob oder wie der hieß. Muss hier lang gehen. Oh ja, ist ja gut. Lass mir meinen Zombie in Ruhe. Na, da gibt's doch richtig einen auf den Zahn, Junge. Bei dir mach ich das gleiche. Soll vielleicht mal wieder meinen Knüppel nehmen. Ich hätte ja, wir sollen uns eine Waffe holen. Ich will jetzt wissen, was wir da für eine Waffe kriegen. Also, ich muss sagen, das Spiel macht richtig Spaß. Also, es ist richtig gut, echt ohne Scheiß. Drauf da. Mann, kaputt. Und ja, absolut Controller, ne? Also spielt es mit dem Controller. Ich glaube, Tastatur ist da nicht so empfehlenswert. Wenn man da einmal drin ist in den Tasten, dann kann man so richtig schön Baseball spielen hier mit den Zombies. Zombie-Ziel nehmen wir auch mit. Wie sieht's denn eigentlich aus in unserem Inventar? Mann, wie voll ist es? Wo kann ich das sehen? Fähigkeiten? Ich habe 0 Punkte. Inventar, gibt's hier irgendwie ein Gewicht oder sowas? Maximalgewicht. Ah, 5 von 10. Also wir können auch richtig sammeln. Komm her mit deinem Sattel. Junge, oh, du hast mich echt getroffen. Das Mauerblümchen haut ganz schön rein, Junge. Krähen gibt's hier auch. Ah, das ist doch der. Das ist der Zirkus-Typ. Auf geht's. How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Good timing. My zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off. Okay, ich kann alle Waffen von denen haben, die ich da umhaue. Jetzt bin ich gespannt. Voll geil bin ich. Ich bin bald nichts. Oh, die sind wohl da drin, ne? Guck mal her hier, wir reiten da mal rein. Oh, die schießen schon, sind die denn irre? Die spinnen hoch, du grüne Neune, nein!
Ihr seid wohl nicht ganz dicht. Beflucht. Ich wurde abgeworfen. Da gibt's aber aufs Maul jetzt hier bei euch. Das könnt ihr aber wissen. Die mit den Knarren müssen wir erstmal umklopfen, glaube ich. Oh, ich muss weg. Ich muss weg. Ich bin fast tot. Heil mich, mein Freund. Heil mich, mein pinker Freund. Komm mit. Die sind mir ein bisschen zu hart. Heil mich mal. Ich muss mich selber mal heilen hier. Die spinnen ja wohl. Gibt's ja wohl nicht. Gleich noch eine Bandage drauf. Und dann gibt's wieder vor die Fresse da drin. Die sind wohl nicht ganz dicht. Quatsch, Junge. Gib mir jetzt die Waffe von dir. Oh, Wohnanhänger. Haben wir freigeschaltet. Eine normale Luftpistole. Waffe wechseln mit Dreieck. Ach so, ich bräuchte vielleicht auch Munition dafür. Die habe ich wohl nicht. Die Munition. I'm dead. Destroy the pylon, kiddo. I'm done with that brain bag. Wo kommt denn der? Fangled technology. Wo kam der jetzt hergeflogen? Ach, du bist ja nicht ganz dicht, ne? Du bist ja auch kaputt. Ey, der schießt tatsächlich auf mich. Die fliegen hier durch die Gegend. Was ist mit euch falsch? Ja, jetzt brauche ich aber... Ich kann doch mit der gar nicht schießen. Ich hab, muss ich irgendwie nach... Die schießt nicht. Was ist denn was? Rufe herstellen? Ah, ich muss erst Munition herstellen dafür. Ja, aber die haben genug, oder was? Klopft den jetzt los. Ja, ich gehe ins Menü. Moment. So, herstellen. Und dann lassen wir uns mal hier... Was braucht man denn dafür? Ja, auf geht's. Ach, das Spiel läuft weiter in der Zeit. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, ich habe auf meinen eigenen geschossen. Oh, wie gut ist denn das? Ja, genial, echt. Counter-Strike. Source. Lässt sich gut schießen. Oh, ich habe keine Munition mehr, oder was? Oder wie lade ich denn nach? Wie lade ich das Ding nach, Leute? Ich will einmal nachladen. Steh's nicht wieder auf. Schrott. Luftpistole. Oh, da ist einfach noch einer, ey. Jetzt reicht's aber mit euch. Ey, das macht echt Spaß, Leute. Das macht echt Spaß. Das ist echt funny. So, ich heile mich mal. Kurz hier. Mit einer Bandage. Ich habe ja 8 Stück. Oh, was ist mit dir passiert? Mein Zombie ist tot. Oh nein, ich habe ihn verloren. Der erste ist gefallen. So ein Mist. Da kommen noch mehr von denen. Dann hol ich mir den nächsten. Ich brauche wieder einen mit Sattel. Nachladen. Ah, nachladen tut's automatisch. Aber so kriege ich die nicht K.O. geschlagen. Los jetzt, lass mich den wieder nehmen. Ah, das gibt's doch nicht. Wieso geht denn das nicht mehr? Ich will so einen Zombie wieder haben. Gib mir jetzt so einen Zombie, ich will wieder einen Pinky. Komm her jetzt hier. Auf da. Ich kann die nur erledigen. Er hat seine Waffe verloren. Er hat ja auch irgendwas gesagt, ich soll irgendwas zerstören. Wo die ganze Zeit rausgeflogen kommen, glaube ich. Kann das sein? Interagieren? Jetzt können wir das andere Camp wieder. Achso, wieso komme ich da nicht mehr hin? Ich komme nicht mehr rein. Da ist Albei. Ich komme da nicht rein. Ich bin im Wald gefangen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich wollte eigentlich... Ah, ich bin da wohl nicht mehr durchgekommen. Ah, das Ding soll ich zerstören. Jetzt! Ja, scheiße. Guck mal her, ihr Freundchen. Jetzt gibt's aber echt auch einen Hintern. Heil dich, ich sterb gleich. Oh, ey, das gibt's ja nicht. Ha!
Sie macht hier voll einen auf cool, ne? Aber kriegt nur auf die Schnauze gerade. Also ich. Das war auch knapp jetzt, hey. Leute, ich muss mal wieder auf die Waffe wechseln, glaube ich. Und mal wieder ein bisschen hier pelzen. Oh, ich bin fast hin. Na, heil dich jetzt. Komm schon, du schaffst das. Heil dich. Nochmal. Das muss doch mal aufhören hier, dieser Nachschub von denen. Das wird ja immer mehr. Das ist echt, ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu schnell hingegangen. Das Ding muss kaputt gemacht werden. Lad nach. So, jetzt. Oh, zum Glück. Heil dich. Mädel, heilen. Alter, was bist du für ein ekliger Schneller? Boah, ihr haltet aber was aus, hey. Hätte ich dem jetzt einen Helm aufsetzen können? Da waren noch zwei Symbole. Ich hab da Mist. Oh Mann, so ein Mist. Ich hab meinen Zombie verloren. Och nee, es war gerade so lustig, dass man auf dem rumreiten kann. Also, kann ich den wiederbeleben? Ich hab doch irgendwas mit Wiederbeleben, dachte ich. Gelernt. So Mist. Da liegen sie alle rum, alle hin. Jetzt muss ich wieder alles alleine einsammeln hier. So ein Mist. Der hat nichts mehr, gell? Nutze, um Zombie-Hacking-Menü aufzurufen, um Zombots deinen Waffen auszurüsten. Ja, wie denn? Ich hab ja keinen mehr. Ja doch, der ist doch noch da. Ja, wie kann ich... Ich will wissen, wie ich den freilassen will ich ihn nicht. Ich will ihn wiederbeleben. Der liegt da. Das bringt ja nichts. Sprich mit Pedro. Der Zombot ist tot. Der ist hin. Ich kann auch nicht irgendwie... Oh, warte mal. Was war denn das? Ah, das ist das... Das soll er hingehen, aber das kann er ja nicht mehr. Der ist ja fertig. Oh nein, das war heilen. Muss ich irgendwas gedrückt halten, dass der wiederkommt? Nee, so rennt sie einfach nur los. X vielleicht? Oh, das ist doch schade. Echt jetzt? Ich dachte, ich krieg den wieder. Naja, den letzten Verband auch noch versemmelt hier für nix. Bin so dumm manchmal. Bin echt so richtig dumm manchmal. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen doof, ne? Oh, das Inventar. Jetzt wird's aber langsam unübersichtlich hier drin. Ganz schön voll. Eieiei. Ah, hier kann ich mich jetzt ausrüsten. Hab ich denn irgendwas, was ich anziehen kann? Nee, gell? Munition nur? Hm. Ah, doch, hier. Schaut mal. Das können wir bauen, herstellen. Ah, das bauen wir auch. Hat sie das dann auch gleich auf? Hab ich das jetzt aufgesetzt? Im Inventar herstellen. Nee, Pistolen. Ja, diesen Hacking-Computer, wie mache ich das denn? Ich habe 8 Stück davon. Ich will so ein Ding. Ah, jetzt. Nee. Habe ich jetzt selber das Ding aufgesetzt? Wie zum Geier kriege ich denn diesen Hacking-Computer wieder? Und ich möchte den wieder haben. Der liegt jetzt da pink rum. Mein Pinky, das gefällt mir nicht. So ein Mist. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den wieder reiten zu können. So, die Dinger hier. Davon habe ich jetzt... So ein Teil möchte ich gerne fallen lassen. Aktionen. Zerlegen, aufteilen, abbrechen. R3. Oh, Metallrohr. Ja, das... Ich möchte das Metallrohr als Waffe nehmen. Bei mir. Lass mich mal bitte das Metallrohr hier nehmen, bitte. Da drüben. Geht das nicht?
Sag mal, wie rüste ich mir denn meine Waffen aus? Also jetzt bin ich echt ein bisschen perplex hier. Da habe ich Pistolen, werden mir da drin angezeigt, aber ein Knüppel... Der überspringt da auch Sachen mit dem Essen und so, ne? Fernkampf, alles. Fernkampf, Munition, verschiedenes. Questgegenstände. Alles, Fernkampf, alles. Wie kann ich denn dieses Rohr ausrüsten? Verschrotten? Sortieren? Aber mit L3 können wir sortieren? Ah, ist das? Alles klar. Nee, zerlegen will ich nicht. Das Sortiersystem habe ich noch nicht kapiert gerade. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich drücke nach Schaden. Die sind schon alle gleich, ne? Ja, ja. Aber wenn ich jetzt auf Sortieren gehe, hier. Wie kann ich denn jetzt da drin in dem Sortiermenü agieren? Das geht irgendwie gar nicht. Ja, wie auch immer. Ich bin traurig, dass der kaputt ist und ich würde gerne einen neuen haben. Warum kann ich das nicht machen? So Mist. Gehen wir erstmal zu dem Pedro. Thank you, kiddo. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters yes, in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch, and you won't be lunch. Okay. Neue Anleitung freigeschaltet. Blanke Seil. Was? Ach du Scheiße. Also Leute, das ist eine Demo, ne? Die geht ja noch richtig lange. Wir haben jetzt gesehen, wir können Zombies reiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Cut mache. Das wird sonst zu lang. Das ist ja jetzt schon 1 Stunde 20 Minuten eiern wir hier in der Demo rum. Ihr könnt ihr euch ja gerne runterladen. Ich finde, das Spiel macht mega Fun. Also ohne Scheiß. Könnt ihr mal gucken, wie weit es geht. Ich weiß nicht. Also auf die Wunschliste werde ich es mir auf jeden Fall setzen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Map hier. Ich weiß nicht. Vielleicht sind diese Sachen auch noch nicht zugänglich. Aber es sieht jetzt nicht aus, als wäre es gesperrt hier, ne? Repariere eine Brücke. Lass uns mal da noch... Dein Ernst? Das werde ich jetzt mal nicht probieren. Was ich gerne noch probieren würde, ist, wie ich mir den nächsten Zombie hole und ob ich mir noch mehr holen kann. Das muss doch gehen. Also, da ist wieder einer mit Sattel. Ich würde den jetzt einfach gerne gar nicht K.O. schlagen. Bleib mal dort. Ich muss mir noch was... So, einmal, zweimal, dreimal und dann konntest du den doch fangen. Du wirst jetzt meiner. Geht doch. Warum kann ich den jetzt wieder fangen? Kann ich wieder reiten? So, okay. Zum Schluss noch ein paar geritten. Jetzt sammeln wir mal die Blätter ein. Ich weiß nicht, ist der jetzt auch noch genauso eingestellt wie der andere, den ich hatte? Sollen wir vielleicht mal gucken hier? Nicht am Rumreiten bin. Es ist dieses Spiel. Also, da richtig reinzukommen, dauert wahrscheinlich dabei. Ich glaube, der lässt das heilen. Ja, der lässt es dabei. Er hat auch die Waffe gleich von mir bekommen. Und freilassen tun wir ihn nicht. Alles gut. Oh, ich hau aber voll daneben hier gerade. Was mache ich denn? Schlag die jetzt um. Zombie-Sattel. Noch ein Zombie-Sattel. Ja, wir springen ab. Wir holen sie uns anders. Du heilst mich mal. Ah, du kannst anvisieren. Schaut mal, das wird immer kleiner und dann wird es ein Volltreffer. Ja, umso länger man es gedrückt hält. Das ist ja genial. Patsch, Junge. Nein, ich habe keine Munition mehr.
Da war sie leer. Dann gibt's halt hier den Sack. Nicht, macht mir nicht schon wieder mein Pferd kaputt. Komm mit hier, lauf mit mir. Flüchte, flüchte. Und heile mich. Wieso stehst du jetzt hier? Ach du Scheiße, jetzt geht er aber ab hier. Komm her jetzt hier. Ich kann die nur erledigen. Ich kann nicht mehr als einen gerade haben wahrscheinlich. Weil sonst war es ja immer hier, dass wenn sie unten lagen, konntest du ja den Zombie-Sattel aufheben. Nein, konntest du ihn überzeugen, übernehmen. Aber vielleicht muss ich so ein Ding herstellen, so ein richtiges noch. Oder ich muss es wirklich freischalten. Also, ja. Blutbad angerichtet. Wir gehen jetzt nochmal davor. Gucken uns das nochmal genauer an mit dem Anvisieren, weil das war echt gut. Schaut mal da oben hier. Umso länger ich es gedrückt halte, batsch, Junge, dann macht's richtig Schaden. Batsch nochmal. Da braucht man nicht so viel Schuss. Richtig gut. Also das Spiel, also was da noch alles drin ist, ich bin gespannt. Für eine Demo geht hier richtig viel. Zu Hause ist es am schönsten, ist das nächste, was wir hier jetzt machen sollen. Aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen Zielschießen hier. Und werde aber jetzt hier aufhören. Oh, da ist der Schädel geplatzt. Der auch. Also das Luftgewehr ist richtig gut. Bis sie dann halt nachladen muss. Lad nach und das macht sie, indem sie schießt. Alles klar, das funktioniert richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah ja, die Waffe ist jetzt nicht nachgeladen. Kann ich auch selber nachladen nochmal? Macht's scheinbar nur, wenn es leer ist, ne? Naja. So, dann gibt's ein bisschen vom Knüppel auf den Sack. Zack, zack. Oh, wir sind Level aufgestiegen. So. Mit dem coolen... Ja, gib mir den Sattel. Ihr Lieben, ey, jetzt sind wir genau bei 1 Minute 22. Ich würde sagen, wir hören hier auf, wenn es überhaupt ein gutes Let's Play wird, weil ich nicht weiß, ob meine Aufnahme ruckelt. Ist egal, ich wollte spielen, aber es ist eine absolute Empfehlung von mir. Das macht richtig Spaß, das Ding. Und wenn dann noch ein Basenbau dabei ist, so wie das ja da drinnen beschrieben steht, bin ich voll dabei. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, dass ihr dran bleibt. Ich bin raus, habt einen schönen Abend und wie immer auf dem Kanal. Tschö, mit Ö. Tut es euch an, ladet euch die Demo runter auf Steam kostenlos. Wie gesagt, also ich kann es echt empfehlen, es macht Spaß. Nochmal zum Schluss. Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ihr wolltet bestimmt alle schon mal einen Zombie reiten. Hier, ihr könnt das hier, ihr könnt einen Zombie reiten. Das ist einfach geil. Also, mit Blick von meinem Zombie, meinem kleinen Pinky, verabschiede ich mich von euch. Habt einen schönen Abend, ich bin raus, wie immer auf dem Kanal. Tschö, mit Ö.